Herzlich willkommen zu diesem Video, ich bin der Christoph und heute beschäftige ich mich mit Linux Mint in der VirtualBox und was ist, wenn ihr nach der Installation und nach dem Test feststellt, dass die virtuelle Maschine zu langsam läuft, der RAM zu wenig ist oder die Festplatte zu klein ist. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann liked es doch. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann abonniert bitte meinen Channel. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann konfiguriert das Glöckchen entsprechend. Neu gibt es jetzt auch die Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Das ist aber eine rein optionale Sache, falls ihr bereit seid, mich erweitert zu unterstützen. Wie ihr in der Einführung bereits wahrscheinlich gesehen habt, habe ich diese Installation jetzt einfach mal so wild durchgeklickt. Passiert ja ganz oft. Manchmal stellt man noch den RAM ein oder vielleicht die CPU-Kerne. Aber spätestens bei der Festplatte vergisst man das, dass man da noch ein bisschen was anpassen sollte. Das heißt, wir gucken uns das mal an. Wir haben jetzt eine... Wir gehen jetzt mal hier auf Laufwerke. Und wir sehen, im Standard hat im Prinzip der Assistent standardmäßig eine 30 GB virtuelle Festplatte angelegt. Das heißt, hier mit 27 wird es jetzt angezeigt, aber 30 war wahrscheinlich der Wert da. Und die ist natürlich jetzt bei mir hier noch nicht belegt, weil ich habe ja nichts drauf. Na, also es ist nur das Betriebssystem jetzt drauf, aber ich habe noch keine Daten oder irgendwas. So, diese 26 GB frei, die werden wahrscheinlich für jeden Test ausreichen, aber spätestens, wenn man sagt, okay, ich will jetzt doch mal probehalber damit effektiv arbeiten, wird man natürlich auch ein bisschen mehr Daten bekommen. Das heißt, die Programme und Co., das könnte alles noch so gerade so draufpassen, aber sobald man anfängt, ein bisschen mit Videos oder Bildern oder irgendwelchen anderen Sachen zu arbeiten, dann sind diese 26 GB wahrscheinlich relativ schnell ausgeschöpft. Dazu fährt man jetzt erstmal die Maschine runter. Also man sollte so grundsätzlich keine Änderung machen, wenn die Maschine an ist. Und wir fahren die jetzt mal runter. So, ich habe jetzt hier mehrere. Ich habe jetzt hier meine virtuelle Maschine, die ich eben installiert habe, ausgewählt. Und dann kann man hier einfach mal auf Ändern gehen. So, dann haben wir hier unter System erstmal den Punkt Prozessor. Ja, man sollte hier vielleicht mal 2 auswählen oder wenn man es hat, einfach auch 4. Na, ich könnte jetzt hier bis 16 vergeben, aber effektiv wären hier vielleicht 4. Auch wenn das bei den virtuellen Maschinen gar nicht so wirklich viel ausmacht, ganz oft. Na, aber ich würde zwischen 2 und 4 würde ich da wahrscheinlich immer auswählen. Das nächste ist dann der Arbeitsspeicher. Da haben wir jetzt hier 2 GB. Wird wahrscheinlich für die einfachen Sachen immer ausreichen, aber man möchte den ja vielleicht auch noch mal vergrößern. Ja, ist relativ unkompliziert. So, das nächste ist dann die Festplatte. Das heißt, wir haben hier unsere Mint HDI. Die kann man jetzt hier nicht so ohne weiteres vergrößern. Das heißt, hier gehen wir mal auf OK. Jetzt haben wir das grundsätzlich geändert. Und dann gehen wir hier in dem Assistenten oben in Werkzeuge, virtuelle Medien. So. Und jetzt sehen wir hier meine Festplatte. Na, hier stehen sogar bis 25 GB als Größe und intern werden ja 26, 27 angezeigt. Jetzt wollen wir die ja ändern. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier drauf und jetzt können wir die Größe hier nach oben schieben. Na, machen wir mal 50 draus. Sichern. Okay, das hat funktioniert. Und dann starten wir einfach mal das Mint. Vollbild. Und jetzt Systeminformationen. Ja, wir sehen, Arbeitsspeicher sind jetzt 4 GB, die Festplatte ist jetzt 55 GB und wir haben 4 Kerne. So, jetzt gehen wir mal auf die Laufwerke. Und dann sehen wir jetzt, dass das alte, also dass das Dateisystem hier bei den 26 GB verblieben sind und wir jetzt einen freien Speicherplatz von 28 GB haben.
Wie in dem anderen Video unter Windows, ne, konnte man jetzt hier einfach das hier anklicken. Also unter Windows geht das ohne Probleme. Größe ändern. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, Maximum. Also scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Also nochmal. Größe verändern. Ja, scheint keine Auswirkung zu haben. Ich hätte jetzt erwartet, dass es da sogar noch eine Fehlermeldung gibt, na, wenn man jetzt hier auf Verkleinern geht. Da sagt er dann eine Fehlermeldung. Aber scheinbar bei der Vergrößerung. Keine Fehlermeldung, aber es funktioniert trotzdem nicht. Na, unter Windows, also in dem Video, wo ich das unter Windows gezeigt habe, ging das ohne Probleme, dass man es nach oben verschoben hat. So, wie macht man das jetzt? Dazu fahren wir die virtuelle Maschine nochmal wieder runter. Dazu gehen wir hier nochmal auf Ändern, gehen hier auf Massenspeicher, hängen im Prinzip unser Linux Mint mal ein. Bei Systemen müssen wir aufpassen, dass die optisch oben ist, dass natürlich von der DVD als erstes gebootet wird, also von dieser ISO. Und starten nochmal sozusagen das System von der ISO. So, hier haben wir die natürlich die Integration nicht, aber wir können hier nach geparted suchen. Gehen wir hier mal drauf. Jetzt sehen wir die Insel Festplatten und jetzt wollen wir die natürlich vergrößern. Das heißt, geht hier nicht mit Schieben, aber wir können jetzt gehen hier Resize, schieben das groß. Verkleinern würde auch gehen. Da sieht man hier, der gelbe Balken ist im Prinzip der jetzt belegte Speicher. Das heißt, das ist das Maximale, was man minimieren könnte. Das heißt, man könnte jetzt sozusagen vielleicht 3 oder 4 GB übrig lassen. Okay. Das war's dann schon. Gehen wir das schließen. Shutdown. So, bevor wir starten, kontrollieren wir nochmal, ob die CD wirklich raus ist. Ja, ist raus. Und jetzt starten wir sozusagen wieder das Linux Mint. Jetzt gehen auf Laufwerke. Sehen wir hier, dass wir die komplette Festplatte ausgenutzt haben. So, das war's für dieses Mal schon wieder. Wie gesagt, ein Like, ein Abo und das Glöckchen nicht vergessen. Bis demnächst, euer Christoph. Tschüss.